Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Plays wieder Moris. Ja, ich überlege gerade noch, ob ich nur so ein kleines Spezial mache oder. Alter, habe ich schon wieder. Hä? Ich habe doch gar keine Nachrichten mehr. Was willst du von mir? Gott, mein Spieler Moris nervt gerade tierisch. Ich überlege gerade, ob ich nur ein kurzes Valentinstag-Spezial euch zeige. Ich glaube, die Episoden sind an sich größer. Ja, ihr würdet dann nämlich nur die Hälfte hier sehen, wie man sieht. Man sieht nicht genug. Ja, ich zeige euch jetzt nur ein bisschen das Spezial. Wir haben nämlich Valentinstag. Woo! Zumindest, als ich das aufgenommen habe, weil ich glaube, ich hatte noch einen anderen Part, den ich jetzt erstmal am Valentinstag hochladen musste. Also bitte seht es mir nach, wenn ich das jetzt einen Tag verspätet hochlade. Ich hatte ja auch, wie gesagt, was für Valentinstag geplant, aber es ging jetzt ein bisschen schief, weil ich das zu spät gemacht habe und ich muss dafür noch einiges vorbereiten, deswegen dauert das noch, bis ich das da mache. Aber es kommt noch ein Valentinstag-Spezial von mir, so seid drauf gefasst, wartet einfach ab und ja. Wir machen jetzt mal hier das Spezial, wir tanzen mal ein bisschen mit den Jungs, wir dürfen mit den Jungs tanzen. Meine Freundin hat mir den Tipp gegeben, mit Lysander und Kentin anzufangen, weil die am leichtesten sind. Ich nehme jetzt einfach mal Nathaniel, weil Nathaniel ist der Junge, den ich am wenigsten daten wollen würde. Danach würde ich, glaube ich, Kentin, dann Lysander, dann Armin und dann Cassie natürlich, weil für uns ist Cassie ja das Beste, was es gibt. Eigentlich ist es für mich Armin, aber wir nehmen jetzt Cassie, weil wir mit Cassie zusammen sind, also tanzen wir mit Cassie natürlich als Letztes, denn das Letzte kommt immer, das Beste kommt immer zum Schluss. Duh. So. Ich habe schon ein bisschen getanzt, also nicht wundern, warum ihr... Och, jetzt wird das ja auch abgeschnitten. Willst du mich eigentlich veralbern? Egal. Ist mir jetzt egal. Ich kann nichts daran ändern. Tut mir leid. Also ihr seht hier schon, hier, ich habe schon ein bisschen gespielt. Hat man, glaube ich, gerade eben ein bisschen gesehen. Und das liegt daran, ja, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen gespielt. Ich wollte mal so mal ein bisschen testen, wie das so ist. Und vor allem, weil man 3 Stunden warten muss, bis man wieder mit den Jungs tanzen kann. Und ja, man muss mindestens 60% Trefferrate haben, ansonsten bekommt man nicht das Outfit. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht wieder die ganze Zeit 1000 Sachen sammeln, 1000, irgendwie so 100 Punkte oder so, um wie beim Winter-Event, wo man die Skulptur irgendwie 100 Klicks und dann hatte man ein Outfit-Teil oder so. Nein, hier muss man einfach nur einmal 60% schaffen und dann kriegt man ein Teil. Finde ich an sich... Ist einerseits schwieriger, andererseits ist aber auch, geht es auch schneller. Also je nachdem, wie gut man ist. Man muss ein bisschen auf den Takt hören, denn der Takt gibt ziemlich gut hier das an. Und ja, es ist ein bisschen wie Osu. Ich weiß nicht, ob das Leute noch kennen, Osu. Man muss eben halt auf die Kreise drücken, wenn das da angekommen ist. Ist eigentlich recht easy, denkt man zumindest. Aber es kann recht nervig sein, weil es manchmal irgendwie die Maus reagiert, manchmal nicht. Hatte ich zumindest öfters. So. Boah, Gott. Sechshundert Score, das ist meine beste Leistung bisher. Muss ich sagen, zumindest was das Daniel angeht. Ja, ihr habt gesehen, wie das geht. Also, und da war es wieder. Ich habe gedrückt, es hat aber nicht reagiert. Meine Maus hat auch irgendwie ein bisschen gesponnen. Ich glaube, das liegt daran, wie mein Schreibtisch ein bisschen dreckig ist oder so. Keine Ahnung, vielleicht klebt es oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mir jetzt mal einfach in Rot. Ich sammle gerade alles, was von Daniel ist, in Rot. Ich weiß auch nicht, warum. Ist irgendwie gerade mein so Ding so. So. Man kann nur 3-mal erstmal tanzen und dann muss man 3 Stunden warten. Insgesamt muss man, glaube ich, 9 Stunden warten, dann ist es komplett aufgefüllt. Oder man gibt ein bisschen APs auf. Da wir ziemlich viele APs haben, ich habe 1500, geht es eigentlich noch. 20 APs ist nicht so viel. Ne? So. Tanzen wir doch wieder mit Daniel. Wir haben ihn fast fertig. Ich glaube, bei... Es ist dann so ein... Wie so ein Diamant. So ganz hellweiß. Dann hat man alles geschafft. Dann hat man, glaube ich, auch das Bild. Ein Bildteil. Es gibt wieder ein Bild, dann bekommt man, glaube ich, auch wieder ein extra Outfit. So, wir tanzen nochmal mit Nathaniel. Dem ollen Schnucki hier.
Ich muss sagen, bisher gefällt... 11.000, schön. Ich kriege immer mehr Punkte, yay. Ich muss sagen, mir gefällt das Lied von Nathaniel gar nicht mal so schlecht. Ja, das sieht in Rot ganz nett aus. Ich würde ja Blau nehmen, aber Rot ist eigentlich ganz hübsch. Vor allem könnte ich das sogar über dem Outfit tragen. Finde ich cool. Ja, ich finde Nathaniels Lied gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Hier seht ihr auch die Schatten. Wie gesagt, ich habe einmal eine Lysander getestet und einmal Nathaniel und ja, jetzt den Rest habe ich mit euch. Die Ohrringe habe ich jetzt nicht ganz passend, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Nein, ich mache es nicht lauter. Irgendwo, genau hier. Genau, sieht dann nämlich aus wie so ein schöner, hübscher Diamant, so richtig schön kunterbunt. Wir sind also kurz davor, das letzte Stück zu haben, das heißt die Perücke. Annie möchte, dass ich den Fernseher lauter mache. Tut mir leid, wenn ihr selber hören solltet vom Fernseher, aber naja, kann ich auch nichts für. Annie nervt sonst die ganze Zeit. So, wir kaufen mal ein paar APs, auch wenn da steht PA. Naja. So, tanzen wir mal mit Nathaniel fertig. Damit ich euch auch ein bisschen was von dem Special bieten kann, wisst ihr? Ich möchte euch jetzt natürlich auch ein bisschen was zeigen können. Und jetzt kommt Annie an Nerven. Das finde ich nicht schön, aber naja. Ey, Spiel, fuck mich nicht ab. Ey, ich werde immer besser. Wie geil ist das denn? Nice. So, das ist die Perücke. Wir nehmen die... Oh mein Gott. Einerseits ist sie ja hübsch, andererseits... What the heck is wrong with her hair? Es ist einerseits sehr hübsch, andererseits ist es nicht so meins, aber... ich muss sagen, in Rot... Rot sieht das echt nice aus. Aber da wir blonde Haare haben, also ich zumindest. Ich habe meine Haare gar nicht aufgemacht, so fällt mir gerade auf. Ich habe mich gar nicht richtig hübsch gemacht. Also ich habe mich hübsch gemacht, ich habe mich geschminkt und alles. Ich habe vergessen, meine Haare aufzumachen. Naja, egal. Ich nehme natürlich die blonde. Oh, das ist schön. Und Annie, könntest du ein bisschen zur Seite gehen? Ich brauche hier ein bisschen Platz, okay? Ja, geh spielen. Du wolltest den Fernseher lauter haben, jetzt guck auch fern. Soll ich dir Mabel anmachen oder was? Mabel anmachen. Annie möchte Mabel haben. Wer Mabel nicht kennt, der hat was verpasst. Gucken wir mal, welche Folge das ist. Das ist schon eher was. Bitte. Hier, hast du Mabel. So, wir spielen jetzt mit Wir tanzen jetzt mit Lysander. Wir spielen nicht mit ihm. Oh Gott, das... Also mit ihm spielen klingt irgendwie falsch. Wir tanzen mit Lysander. Lysanders Lied finde ich übrigens auch sehr schön. Oh, ich wollte danach doch eigentlich kennt ihn, egal. Beautiful. Man kriegt bei Lysander viel weniger Punkte irgendwie. Aber es ist gar nicht so schlimm. Wir hatten, glaube ich, 94% jetzt. Also von daher... Ich nehme jetzt einfach alles in Rot, denn ich mag Rot. Rot ist eine schöne Farbe. Wobei, das sieht auch schön aus, aber... Ich mag Rot. Rot ist eine schöne Farbe. So. Jetzt tanzen wir aber erst mit Kentin. Meine Güte, ich habe doch gesagt, ich wollte zuerst mit Kentin, bevor ich mit Lysander tanze. Meine Güte. Warum sagt ihr denn nichts? Mensch. Ich werde hier ab jetzt alle geschrien, aber ich kann euch leider nicht hören. Nicht, noch nicht. Noch nicht. Ja, noch nicht. Oh. Oh.
Also Candy ist, finde ich, echt am leichtesten bisher, muss ich wirklich sagen. Es ist aber auch ein sehr, sehr schönes Lied, muss ich sagen. Muss ich ehrlich zugeben. Oh, hier gibt es eine schöne romantische Versuchung. Fußkettchen. Aha. Jetzt wissen wir also, worauf Candy steht. Ja, okay. Aha. Fußkettchen also. Okay, Kentin, wenn dir das gefällt, nehme ich das in rosa. Because I can. So, her damit. das wird lustig. Ich finde es lustig, wie hier jetzt so durchgestrichen ist. Die Maus ist durchgestrichen. No! Wir kaufen uns natürlich noch mal ein paar APs. Wir kaufen uns keine APs, wir kaufen uns ein paar Tänze. Meine Freundin hatte einen schönen Bug, sie konnte unendlich viel tanzen. Bei ihr ging es nicht runter, sie konnte unendlich viel tanzen. Ich habe schon so gesagt, wäre toll, wenn ich den Bug auch bekommen würde. Könnte ich die ganzen Jungs direkt durchmachen. Könnte ich euch alle Jungs zeigen, aber leider habe ich das nicht. Bam. 99%, oh mein Gott, ich hätte fast die 100 geschafft. Geil! So gefällt mir das, aber ich habe ja gesagt, also Candies ist bisher echt das leichteste Lied, finde ich. Also, ja. Wir nehmen natürlich weiterhin alles in rosa. Oh, heiß, romantische Versuchung. Ja, wir nehmen weiterhin alles in rosa, auch wenn das in rot geil aussieht. Nehmen wir das in rot. Das Kettchen haben wir jetzt in rosa... Rosa genommen, den Rest nehmen wir jetzt in Rot. So. Weil ich Rot liebe, Rot ist meine Lieblingsfarbe, nehmen Blau. Okay. Moment. Waren die Scherz... Ne, die waren gerade nicht woanders aufgetaucht, okay. Ich sag gerade, die Kreise werden woanders aufgetaucht, deswegen war ich gerade ganz verwirrt. Aber ich weiß nicht, an welcher Stelle es gerade gehapert hatte. Ich weiß, wo ich gerade nur 200 Punkte bekommen hatte, aber gut. Nehmen wir jetzt wieder rosa. Jetzt einmal schwarz. Ne, das ist schwarz. Blau. Gelb. Weiß oder rosa? Wir nehmen wieder rosa. Na, wir nehmen diesmal Gold. Ne, weiß. Wir nehmen diesmal weiß. Denn ich glaube, weiß passt ganz gut zu dem Rot. Ja. Und dann tanzen wir noch einmal mit Kentin und dann, ja, gucken wir mal. Wow. Bum, 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 bum. I don't know. 100%! Oh mein Gott, ich hab den Highscore geknackt! Nice! 100%! Oh! Aha, kennt ihn, darauf stehst du also. Ja, ich sehe, ich verstehe! Ich verstehe, was hier läuft. Aha. Darauf steht Candin also. Wir haben bei ihm grün. Das heißt, wir müssen noch zweimal mit ihm tanzen, dann haben wir komplett. Ich würde sagen, das machen wir jetzt noch eben. Das heißt, wir kaufen uns zwei Tänze. Machen die mit ihm und dann beende ich, glaube ich, auch diesen Part. Die restlichen Tänze, ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ich sie aufnehmen soll. Wobei, soll ich die aufnehmen? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Nee, weil es bringt mir nichts, weil ihr das dann neulich morgen Abend erst geschrieben haben werdet. Und bis dahin werde ich wahrscheinlich schon längst getanzt haben. Also. Ja. Bom. Bom, bom. Dong. Dong, dong, dong,
Dong, dong, dong. Entschuldigung, ich konnte es nicht lassen. No! Warum gibt's das nicht in Rot? Nehme ich jetzt weiß oder rosa? So passend zum... Also das Rosa würde super zu meinem Outfit gerade passen. Deswegen nehme ich das jetzt in rosa. So. Ich will mal eben kurz gucken, wie das jetzt bisher aussieht. Okay. Das sieht gar nicht mal so schlecht in Kombination aus bisher. Das sieht sogar auch gar nicht mal so schlecht aus. Sieht ganz nett aus in Kombination. Machen wir weiter mit Kentin. Ich mag diese flauschigen, riesigen Tütü-Teil-Röcke. Die sind schön. Dong, 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 dong. Annie lacht mich gerade aus. Oder er lacht über mit mir, ich weiß nicht. Oh, oh, die Haare finde ich ja mal schön. Die Haare finde ich ja mal schön. Oh mein Gott, die sind voll. Die sind zwar an der einen Seite ein bisschen platt, aber sonst sind sie echt schön. Da hätte ich auch gerne wieder die roten. Ah, just Monica. Ey, das ist wirklich Monica, ey. Naja, ich nehme natürlich wieder blond. Oh, wow. Oh mein Gott. Kentin, you look hot. Holy mother, oh Gott, ey, Hilfe. Sieht Kentin heiß aus auf dem Bild. Schaut euch das Bild mal an, das ist heiß. Der Blick, ey, oh mein Gott. Kentin, take my hand, I take it. Take it, take my hand. Take it. Fuck off everyone! Take it! Take me now! Oh mein Gott, das ist so... Oh mein Gott, ist das sexy! Kentin! Seit wann siehst du so hot aus? Ich meine, wie gesagt, ich habe schon mal irgendwann erwähnt, dass ich Kentin schon immer sehr mochte. Ich fand Kentin schon immer sehr gut aussehen, aber... Alter! Das ist heiß! Das ist heiß! WTF! Was ist falsch mit diesem Kerl? Oh mein Gott, ist das hot. Also so sähe das Original aus. Okay. Das ist auch sehr schön, so düster. So weiß ist so unschuld. Das finde ich sehr schön. Die Farbe. Von Nathaniel. Das ist Nathaniels. Da müsste dann wahrscheinlich das hier so passen. Oh, wie gesagt, also hier von den Haaren. Da hätte ich ja sehr, sehr gerne das mit dem Rot. Weil ich finde, das Rot sieht schön aus. Ich finde, Rot sieht wirklich geil aus, muss ich wirklich sagen. Die Ohrringe sind auch sehr schön. Die Ohrringe sind sehr schön. Aber, Alter, die Frisur finde ich toll. Die ist hübsch. Die ist sehr schön. Just Monica. Just Monica. Everybody loves Monica. Right? No. Several times. Wie gesagt, ich habe für Anakin gerade Fernseher an und das ist gerade Gravity Falls am Laufen. Ich nehme Gravity Falls auf, deswegen habe ich das immer parat. Und es läuft gerade die Folge mit Several Times. I love it. Not. Ich meine, es ist schon wahr, was sie in der Folge sagen. Das ist schon wahr. Armin habe ich natürlich noch nichts. Bei Lysander habe ich bisher... Nicht das genommen. Ich hatte, glaube ich, nur... Was hatte ich denn da genommen? Ich weiß nicht mehr. Aber es sieht bisher sehr... Sieht bisher sehr schön aus, finde ich. Ja. Vielleicht sehe ich mich schon mal um. Mal gucken. Vielleicht nehme ich jetzt noch ein Part auf und mache zwei Special-Parts-Folgen oder so. Mal gucken. Vielleicht warte ich jetzt auch erstmal ein paar Stunden ab, um meine Stimme auch so schon, denn meine Stimme ist da gerade ein bisschen angekratzt, weil ich gerade so geschrien habe und rumgefangelt habe. Weil, dammit! Die Jungs sind hot in Anzügen! Verdammt nochmal, ich liebe Männer in Anzügen! Barney hat schon recht, Anzüge machen heiß!
Gott! Ja, ich meine Barney Stinson. Und Barney ist hot. Ja, NPH ist hot. Leider schwul, aber hot. Und Alter, Kentin hat den heißesten Anzug. Seriously, das sieht so aus, als würde er gerade gleich auf eine Hochzeit gehen wollen. Oh mein Gott. Armin erinnert mich ein bisschen an diese Hotelangestellten, die euch den Koffer ins Zimmer tragen. Diese Patigés oder wie die heißen. Lysander sieht aus wie ein reicher Gentleman, das ist auch sehr heiß. Aber insgesamt, ich stehe auf Anzüge, also ich finde alle Jungs sehr heiß, oh mein Gott. Ich kann nicht mehr, ich sterbe hier gerade. Kästchen erinnert mich auch hier an so ein Hotel-Fachangestellten, aber eher so hier an der Theke irgendwie, so der Chef von einem Hotel oder hier an einen Chauffeur von einer Limousine. Und Lysander hat auch eher so ganz normal. Also Lysander hat irgendwie was von dem Paten, finde ich. Er sieht irgendwie für mich so aus, als wäre er von der Mafia gerade entkommen. Also als wäre er ein Mitglied von der Mafia. Also nicht entkommen, sondern wäre ein Mitglied von der Mafia. Irgendwie der Sohn von einem Mafia-Boss. Oh mein Gott. Ich weiß, dass seine Eltern nicht so sind, aber Alter. Der sieht echt so aus, als wäre er gerade der Pate. Oder der Feind von James Bond. Hallo, Mr. Bond. No, no, why? What am I doing? What am I doing? Und Nathaniel, ich weiß nicht, Nathaniel hat noch den normalsten Anzug, würde ich sagen. Weil, wie gesagt, Kentin ist einfach total so. Der sieht aus, als würde er gleich heiraten wollen. Oder als ob er auf den Abschlussball geht. Also er sieht auch noch aus wie ein Ball und Nathaniel, es passt einfach irgendwie zu ihm. Aber Alter, Lysander, warum? Warum? Why? Ich weiß nicht, Lysander sieht echt so aus, als wäre er der Pate. Der Pate ist persönlich oder der Sohn. Und die beiden sehen einfach nur aus, als wären sie irgendwie Hotelangestellte. Na, ihr Hotelangestellte. Oder was bei Armin aufpassen würde, so ein Magier, so ein Zauberer, so ein Voodoo-Meister für ja auch noch. Ich mochte den Voodoo-Typen aus Küste im Frosch. ja. Oder ein Aladdin. Also, ja. Vor allem die beiden haben sogar irgendwie auch Ähnliches an, muss man sagen. Beide haben so eine Krawatte. Ah ja, Bowtie ist ja cool. Nochmal so. Beide haben ja auch so ein Teil. Beide haben so eine Weste. Und irgendwie hat Armin eine Doppelweste an, finde ich cool. Armin scheint übrigens mehr Muskeln zu haben, denn schaut euch das mal an, Ladies. Schaut euch mal die Streben hier an, Also entweder Cassie hat 2, 3 Nummern zu groß gekauft oder Armin hat einfach mehr Muskeln. I mean, Damn! Ich kann nicht mehr, warum laber ich so ein Mist? Warum? Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich hab nicht mal meinen Dr. Pepper bekommen. Real hat wieder keinen Dr. Pepper und es regt mich auf. Ich will meinen Dr. Pepper haben. Ich liebe Dr. Pepper. Gib mir Ich krieg nur beim Real Dr. Pepper. Ich krieg sonst nirgendwo Dr. Pepper. Wenn ihr Dr. Pepper habt, schickt es mir bitte. Ich liebe Dr. Pepper. Ah. Wieso habe ich eigentlich noch Mabel laufen, wenn Anakin jetzt im Nebenzimmer ist? Egal. Also, ich beende jetzt mal diesen Part. Der geht schon viel zu lange hier, ey. Aber damn! My hotties! Ich sterbe hier. Oh Gott, jetzt stelle ich mir Lucas in den Anzug vor. Halleluja, Gott. Ich habe eine neue Zeichnen-Idee. Oh Gott, was tue ich mir an? Also auf jeden Fall, wenn euch dieser Part, dieses Fangirl gerade zum Schluss gefallen hat,
Abonniert doch unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, kommentiert und schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es ihr wieder heißt. Melly Fangirl, bis zum Abwinkeln und es sabbert wahrscheinlich dabei. Bis dann. Bye.